Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft in Evermod Version 2. Wir haben das letzte Mal einen Dungeon besucht und haben recht viele Sachen auch gekriegt. Wir sind jetzt hier oben. Und ja, die kann man wahrscheinlich alles essen. Der hier kann man wahrscheinlich irgendwie verzaubern. Wir tun jetzt unbedingt auch noch etwas craften, und das ist der Altar. Ich brauche aber eines der Steine der Violetten. Müssen wir noch holen. Hä? Also holen wir noch kurz in der Mine einen solchen Stein. Wir müssen halt einfach ein bisschen uns umgucken. Ich denke, weit unten wäre eine gute Methode, um zu farmen. Hä? Hier. Ja, ich freue mich richtig wieder ein bisschen hier zu spielen, weil ich einen Tag wirklich zu viel hochzuladen hatte. Ich will ja auch alte Projekte wieder ein bisschen öfters bringen und so weiter. Es ist wirklich auch langsam ein bisschen knapp, weil ich so viel livestreamen will und einfach auf dem Server sein muss, und hier haben wir schon den Stein. Also dann können wir wieder nach oben. Prima. Dann haben wir eigentlich drei, ja, für eine Spitzhacke noch. Und die hier können wir auch noch gleich mitnehmen. Prima, prima. Solche Steine. Aha. Was ist das? Okay. Das ist eine Wolke. Prima, prima, da haben wir genug Materialien. Sehr gut. Jetzt muss ich schauen, das war nicht eine Schaufel. Das einfach mal. Ja. Ich nehme jetzt diese Dinge, damit die endlich mal weg ist. Die Schaufel ist weg. Okay, ich sehe gerade, hier geht es eigentlich nirgends. Wo lang? Aber nach unten eventuell. Ich sehe leider auch nicht so viel. Es geht immer wie weiter runter. Ist wahrscheinlich unter die Insel. Ja, jetzt ist sie kaputt. Aber immerhin, ich muss schneller vorwärts kommen. Ja, hier ist nichts. Schade. Nichts Verstecktes. Rein gar nichts. Aber es ist richtig genial gemacht mit den Wolken, hä? So, bin hier oben angekommen. So konnte ich da nicht drauf. Ja, und hier habe ich nichts gefunden damals. Vor zwei Parts oder so. Aber wir haben alles. Jetzt müssen wir das einfach so, glaube ich, wie ein normaler Stein anordnen, hä? Schau mal kurz nach. Hä? Ach so. Ja, dann ist klar. Wir brauchen diese Platten, oder kann man die irgendwie craften? Ich habe doch diese Platten. Ich habe so Platten da. Okay. So, das war gerade mein Ohr, das gekitzelt hat. So hin und das so hin und dann hier so. Und wir haben den Altar schon. Prima. Weil die Rezepte weiß ich nicht aus, wenn die muss kurz schauen. Hä? So, machen wir den einfach mal hier hin. Und benutzen tun wir ihn, indem wir ich weiß es nicht, wie man ihn benutzt. Muss man den noch verzaubern, oder? Nein, ich habe ja einen mit dem Kristall oben. Man kann den eben machen ohne Kristall. Dann brauchen wir die Platten nicht und ringsum, also wie ein Ofen, und dann der Stein in der Mitte. Dass einer ohne kommt.
Ich weiß jetzt nicht weiter. Was machen wir das mit meiner Waffe? Ah ja. So, machen wir mal eine Schaufel und... Jetzt. Blöde. Also muss noch mal schauen, tut mir. Ja. Ambrosium Shards drauf. Ah, können wir mehrere drauf tun. Dann mache ich mal eine solche Spitzhacke. Gravität Ohr haben wir eigentlich sonst nicht, oder? Mhm. Also kann ich das schmelzen. Geht aber nicht. Echt komisch. Also, jetzt haben wir die drauf. Jetzt brauchen wir eben eine Spitzhacke, eine neue. Und dann verzaubern wir die mal. Geht nicht. Blocks and Items. Ja, mache ich ja. Irgendwelche Sachen mal kann ich hier drauf tun. Crafting Table. Ja, sonst muss ich das verkehrt herum machen. Jetzt kann ich nichts mehr rausnehmen. Und wenn ich das rein tue. Aha, jetzt haben wir Enchanted. Und dann wenn wir das rein tun. Geht nichts. Aber wir haben einen Enchanted Habitat. Ja, dann könnte es sein, dass man Holystein. Nein, kann man nicht. Crude. Kann man nicht. Arcanium Ore. Kann man nicht. Die kann man sicher braten. Wieder. Und Mossy Cups. Geht nicht. Okay, die kann ich ja mitnehmen. Die gehen, wir gehen ja in eine andere, auf eine andere Insel. Skyroot Fragment. Komm doch, irgendwas muss doch gehen. Eisstone, komm. Also ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Ja, da müssen wir wirklich irgendwie Tipps bekommen oder so. Kann ich mir jetzt nicht weiter anschauen. Ja, wenn die All-Shorts dort sind, dann geht etwas, aber was geht? Das Problem. Man weiß nicht, was geht. Naja, sonst müssen wir das mal später rausfinden. Ne? Die habe ich ja probiert. Die nicht. Hm. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Also dann lasse ich das mal alleine. Ne? Vielleicht die pinken. Nee. Ich glaube eher, es gehen Sachen, die halt nicht so gehen. Also nicht so denkbar sind. Es geht aber das auch nicht. Das geht. Aha, und wenn man jetzt drauf tut. Ja, dann haben wir ihn wieder repariert. Also minus Wasser als Durability decreases. Gut. Das können wir auch nochmal machen. Was ist das Reparieren oder wie? Okay. Die brauche ich ja nämlich mit. Das brauche ich ja. Das brauche ich nicht.
gehen wir einfach mal. Ne? Wir finden sicher dann noch ein paar Erze oder so. Irgendwo auf der Seite von einem der Inseln. Wenn wir runter können überhaupt. Aber ich möchte jetzt eigentlich das auch in Dungeon. Da ist noch ein solches. Das ist ein anderer Dungeon. Das ist ein gleicher Dungeon, ne? Wir werden alle wieder sterben. Ich gehe jetzt nur zu ein paar Kriegen. Ja, wir werden alle sterben. Stärke machen, viel stärker machen. Und deshalb müssen wir eine Rüstung anziehen und so weiter. Deshalb müssen wir wahrscheinlich zwingend meinen, aber ich habe Angst, dass ich natürlich zu viele Rohstoffe verbrauche. Also sollten wir halt auch aufpassen, hä? Dass wir nicht zu viele Spitzhacken verlieren. Also jetzt muss ich schauen, welche Insel wir waren. Waren wir auf dieser Insel? Nein, auf dieser Insel waren wir, stimmt. Ja, ich muss mal aufs Essen. Ja. Und los springen. Kann nicht sprinten. Geht so langsam. Das auf. Ich möchte euch gerade mal sagen, was das nächste Projekt ist. Das ist Hexit. Ich möchte gerne wieder mal Hexit spielen und ja, tue das einfach mal wieder Let's Playen, aber auf besondere Art und Weise, wie ich das mache. Naja, kann ich euch jetzt gerade noch nicht so sagen, weil ich einfach mit euch ein bisschen überraschen lasse. Aber es wird sehr speziell, also wie soll ich denn das sagen? Es wird rollenspielhaft, es wird sehr rollenspielhaft. Das habt ihr wahrscheinlich sonst noch nie gesehen, wie rollenspielhaft das wird. Aber auf jeden Fall werde ich da noch auch ein bisschen ja, die Story vorantreiben. Das ist wirklich beim Portal gewesen, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Okay, gut. Beim Portal also. Und los. Sonst meinen wir halt mal bei dieser Insel oder so. Ich glaube, das sind ja diese Hüpfwolken da. Blauen. Also unten an den Inseln sieht man eigentlich keine, hä? Ja, das ist klar, dass die irgendwie innen sind in den Inseln. Ich muss einfach irgendwo in einen Dungeon, an einen anderen Dungeon reinkommen. Und das muss man einfach am besten so machen, dass wir dass ich einen neuen Dungeon finde, weil es gibt mehr Dungeons, oder? Muss ich es am besten so machen, dass ich jetzt am Inseln betrete. Die werden immer auf eine Seite geleitet. Okay, wir gehen jetzt einfach dort rüber. Oh, du armes Schwein. Jetzt fliegst du einfach runter und er fliegt genau dort runter. Was keine Insel hat. Also aber es dreht sich komisch. Das Schwein dreht sich komisch. Cool.
Also, machen wir mal ein bisschen vorwärts. Wir müssen ja irgendwann auch auf die Insel drankommen. Und wenn wir sterben, haben wir, glaube ich, auch einen Schutz. Sonst gehen wir wirklich mal auf der normalen Welt noch ein bisschen survival. Damit wir mehr Diamanten haben und ja. Vor allem Level, Enchanting Table haben und so weiter. Und auch in die Helle gehen können. Also ihr wisst ja. In die Nether. So, ich denke, jetzt kommt die Ding bald. Ja, die Insel kommt bald, aber hat es blaue Wolken. Da müssen wir ringsum gehen, hä? Also meinen wir am besten hier oder was? Wir sollten schon zu Hause meinen. Oder wirklich hier meinen. Ja, denke. Wir können auch hier mal versuchen. Oder einfach in eine Höhle gehen, oder? So, ich merke gerade. Es ist halt ein bisschen schwer, ein bisschen viel nachzudenken. Da fühle ich mich immer so ein bisschen unkonzentriert auf das, was ich sagen will. Muss mich jetzt wieder ein bisschen stabilisieren beim Konzentrieren. Also sich sehr wenig auf anderes konzentrieren, aufs Denken, also auf anderes Denken. So, und aufs Spiel konzentriere ich. Also es sind wirklich andere ja, Blätter, andere Bäume. Und jetzt habe ich kein Holystone mehr. Ja, hab's genau geschafft. Haben wir genau genug aufgesammelt. Genug Zeit, irgendwo in eine Höhle zu gehen. In diesem Wald, ja. Aber ich finde irgendwie die das Effer-Wiki sieht recht gut aus mit dem Hintergrundbild. Das sind so Inseln, die aber sehr, sehr schlicht sind. Nein, eben nicht. Ach, sorry. Irgendwas ist in der Nase gewesen. Ich mache mir gerade die Nase zu und wieder auf und so, und da ist irgendwas drin. Vielleicht reingeflogen, also es kommt nichts raus, ich kann nicht schneuzen. Irgendwas ist stecken geblieben. Keine Ahnung. Da ist jetzt einer. Dark Blue Carrot, also das ist der hellgrüne. Das ist der dunkelgrüne. Okay. Ja, dort ist wieder ein Dungeon. Ist klar. Aber es sind immer nur die gleichen Dungeons. Ich sehe überhaupt keine anderen Dungeons. Eigentlich sollte eigentlich irgendwo ein Lufttempel sein. Wir gehen auf jeden Fall mal auf die andere Seite der Insel. Aber ich sehe gerade eigentlich eher nichts. Also müssen wir einfach uns ein bisschen verteidigen können. Und jetzt wieder diese Vögel kommen und die Wolken. Ah, hier ist zum Beispiel eine Höhle. Hä? Tschüss, blöde Wolke. Ich habe schon gehört, dass du da bist. Recht wenig Erze hier. Nein, das ist kein Spawner hier. Ich glaube, Spawner gibt es auch nicht. Hier. Ja, dann nehme ich noch halt das Violette, was ich dort gesehen habe am Anfang.
mit. Hier ist nichts. Ich wollte eigentlich eins von dem rosanen finden, aber. Aber hier ist was Neues. Ah, ist nur Eis da. Schade. Also hier war's. Ja. Oh, ein Level Up. 20. Also ich sag zum Level Up eigentlich immer die 10 Schritte. Weil eine Schritte, also das hat man nicht sowieso immer sehr schnell. Ah, da haben wir so viel. Ist sehr gut, wenn wir so viel hier haben. Schön, also wahrscheinlich ist, muss man gar nicht so tief gehen für die Erze. Nehmen wir einfach mal alles mit. Da haben wir ein gutes Standort wahrscheinlich gefunden. Hä? So, Ambrosium. Da haben wir noch. Du nervst. Ist aber recht wenig hier. Ne? Trotzdem große Höhle. Ja, ich bin auch nicht ganz so gesund. Tut mir leid. Ich möchte gerne wieder ganz gesund sein, schnupfenfrei und kopfschmerzfrei. Aber scheinbar geht das alles sehr lange, bis das wieder abklingt. Jetzt müssen wir wieder essen, natürlich. Los, los, mach vorwärts. Okay. Hier unten haben wir auch noch. Ja, gesehen. Ganz oben. Und sonst. Ja, nichts. Hier nach oben gehen. Da hat es wieder ein paar Erze, aber sind die grauen, dunkelgrauen, schwarzen Erze. Da geht Eis durch. Und hier oben haben wir nichts mehr. Ne? Da haben wir wieder so einen Cube. Schön. Also gehen wir noch mal einmal runter, einfach ein bisschen tiefer runter. Und wenn wir halt gar nichts finden, dann gehen wir wieder zurück. Ja? Zum Beispiel hier entlang. Ja, da haben wir noch ein bisschen. Das ist wirklich nichts mehr. Da haben wir noch Kohle. Ich nenne das jetzt einfach Kohle. Es ist jetzt auch nicht genau wie der Arcanium. Arcanium würde ich ja nicht behalten können. Ja, gut, dann haben wir abgeschlossen hier. Immerhin ein paar gefunden, aber mehr auch nicht. Ist ein bisschen blöde, aber naja, müssen das einfach stehen lassen, wie man das sagt, aber können hier noch ein paar Tiere mitnehmen. Und die alten Tiere können wir dann im nächsten Part auch noch mal ein bisschen züchten. Ja, oh, geht ja nicht. Also, wie kommen wir jetzt da hoch auf der Seite? Ja, gehen wir am besten hier oben durch. Ne? So. Holl ist da.
Ja, ganz klar. Da noch ein Vogel. Aha. Lass mich in Ruhe, ruhig. Gell? Du musst nicht kommen. Nein. In Ruhe lassen, habe ich gesagt. Dankeschön. Ja, die kommt bei mir nicht nach. Nie kommt sie bei mir nach. Liebe am Barbie. Liebe zu den Hasen. Ich kann fast nicht mehr schreien, reden. Seht ihr? Ich kann fast gar nichts mehr machen. So. Voller Gedanken bin ich gerade. Aber ja, es ist auch schon spät und ich hatte einen mega strengen Tag wegen dem Server. Ich musste alle Spieler willkommen heißen und sie aushalten im TS3. Dann musste ich noch sehr viel programmieren und auch Configs umstellen, zum Beispiel auch noch. Und ja, ein bisschen erklären und das sehr viel, wie man Mods entwickelt, wie man Forge entwickelt, wie man Mods entwickelt und so weiter. Habe ich alles ein bisschen erzählt einem. Aber der hatte leider nicht so viel Interesse daran, weil es eben zu schwer ist für ihn. Kann ich auch verstehen, klar. Aber dafür hat sich ein anderer gemeldet und ich bin noch glücklicher heute. Ja. Also, da machen wir uns eine Rüstung. Hm? Und im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Viehzucht und ja, neuen Rezepten und der Dungeon-Suche. Hm? Halte die Schnurre. Frisse Töne. Ich weiß nicht, was du alles noch haben willst in die Fresse. So. Immerhin können wir uns jetzt mal eine komplette Rüstung machen. Ich mache das immer so. Genau, so. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie ein Schuhe macht, aber das sieht ja mega genial aus. Also wir sind jetzt langsamer, oder wie? Ja, immerhin. Was ist los mit euch? Ja. Sie hat die gute, perfekte Wolle. Aber die, ich weiß gar nicht, was mit deinen Eiern machen muss. Keine Ahnung. Eventuell kommen sie bald, aber vielleicht muss man sie auch in ein Nest legen. Kann man die Nester eigentlich abbauen, aber dann bleiben sie abgebaut. Dann gehen wir im nächsten Part ein paar Nester holen. Hä? Ich brauche nämlich solche Vögel, weil sie schneller sind und so weiter. Und das möchte ich in Hexit auch machen. Da mache ich mein nächstes Let's Play wieder Exit. Damals bin ich nicht so glücklich gewesen, weil ich auch sehr viel ich wollte machen, oder? Und da ich relativ damals noch ein bisschen alleine war, weil ich längere Zeit nicht mehr aufgenommen habe damals, ja, hatte ich auch wenig Zuschauer oder so, es war nicht so ein tolles Let's Play damals. Aber jetzt will ich es wiederholen, besser machen. Und ja, das mache ich dann nach dem Evermod. Bis dann. Ja, bis zum nächsten Evermod-Part. Weil der ist noch lange nicht fertig, wahrscheinlich. Und ja, viel Spaß. Macht mit anderen Videos von mir. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne liken, aber müsst ihr es nicht, natürlich. Tschüss.